Und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Ich habe ausnahmsweise auch Ton. Moment. Ist sogar das richtige Mikrofon. Geil. Wir haben hier was in der Landschaft stehen. Und zwar ein Geschenk. Das gab's hier bei dem hier, genau. Schatzsuche. Neue Höhe. Finde den Schatz. Musste man vorher einen Sprung mit einer Corvette C8 machen? Und dann den Scheiß noch finden. Wie ein Scheunenfund halt. Ich weiß nicht, ob es eine Million ist, aber es sieht aus wie Schatztruhe in Horizon 4. Ich habe versucht, unserem Finanzteam Zahlungsstrukturen zu erklären. Aber sie sind mit den Gedanken schon beim Thronversteck für die nächste Saison. 50.000. Das ist ja nicht so viel. Na egal, wir kriegen noch ein Auto, ein Geschenk und noch ein Auto. Die Geschenke sind Schmutz, ne? Sind halt Sprüche oder Hupen oder ich glaube Klamotten können es auch sein. Noch ein Taycan Turbo S, der ja letztes Mal schon so enttäuscht. Und in der Ruhmeshalle sind wir auch irgendwas weitergekommen, nämlich erreiche Stufe 75, kriegen wir einen Dodge Viper ACR. Schick. Ja, Spaßfakt übrigens, ich habe Freddy ein Bild geschickt mit jemandem Level 395. Prestige 4. Ich habe ziemlich dämlich unsere Wäsche geguckt. Und wir haben beide von den Dingern ja freigeschaltet. Ich habe zwar keine Ahnung, wie wir noch 10 Punkte gemacht haben. Aber ja, haben wir geschafft. Ein DMC DeLorean und einen Aston Martin DBS SL. Warum heißt das Ding eigentlich DMC 12? Kann mich nicht daran erinnern. Aber okay. Wir haben auch noch ein paar Meisterungspunkte. Und ein paar meine ich, vielleicht auch ein paar mehr. Citroën DeLorean? Das verstehe ich nicht ganz. Das ist ein DMC und kein Citroën. Aber okay, hey, Spiel, wenn du sagst, das ist ein Citroën. Ich wollte fragen, wie du dich bei diesem Mistwetter durch die Festivalspielliste ackerst, aber darum geht's bei der Sache ja schließlich, oder? Mistwetter, ja, ja. Schreckliches Mistwetter. Wir machen heute ein bisschen Rennen. Und zwar möchte ich heute... Ich find's nicht. Das war eigentlich hier. Da! Meine Güte, ich bin blind. Au. Beschleunigungsrennen machen, deshalb habe ich auch diesen... Oh, meine Kopfhörer sind leer. Diesen wunderschönen Lamborghini Sestos... Sesto Elemento. Tolles Auto. Habe ja sehr vieles schon mitgemacht, muss ich sagen. Ist eins meiner Lieblingsautos. Weil, sag schnell, ich habe ihn umsonst gekriegt, glaube ich. Ich weiß gar nicht warum. Ja. Es gibt ja jetzt irgendwie aktuell noch einen Abuse, den man wohl benutzen kann. Da ist das Spiel fast zum dritten Mal abgeschmiert. Ein Abuse, den man wohl benutzen kann. Und zwar, um mehr oder weniger endlos, ich glaube, Super Wheel Spins freizuschalten. Das können wir uns gleich mal angucken. Ich möchte das bitte in diesem Auto machen. Warum sind hier so viele Schrottkarren empfohlen? Also, warum? Der hat keine Leistung. Wir machen das natürlich mit dem Auto hier. Geht aber um einen Willys Jeep, deshalb kriegt man die ziemlich oft geschenkt, so wie ich ein Geschenk gekriegt habe, weil die Leute die wieder loswerden wollen und sie nicht einfach wegschmeißen. Wo ich mir einfach so denke, ja, schmeiß weg den Schrott. Ich verstehe zwar nicht, warum man Autos nicht wieder verkaufen kann, das wäre cool, aber okay. Festivalbeschleunigungsstrecke. Wir starten mal. Ich habe gar keine Ahnung, ob wir überhaupt eine Chance haben mit diesem Eimer hier. Ich glaube tatsächlich nicht so richtig, weil die sind deutlich schneller als wir. Immerhin noch Fünfter geworden, glaube ich. Wir müssten vor Dennis angekommen sein eigentlich. Ja. Okay, aber wir sind weit, weit weg von der Ersten. Was kommt jetzt? Ah, okay. Ja. Der Erste war entspannt deutlich schneller als wir.
denn es war eigentlich genauso schnell wie wir, aber sind trotzdem vor ihm gewesen. Sehr schön. Fortsetzen bitte, nicht neu starten. Find gut, dass Neustarten jetzt auf X ist. Alles andere finde ich auf X nicht so gut. Ah, Mensch, die Verbindung ist mal wieder unterbrochen. Herrlich. Ich nehme übrigens jetzt immer mal so zwischendurch einen Part auf, um mal wieder ein bisschen was zu machen, was ich dann eigentlich nicht alleine machen will und so. Aber jetzt, wo ich das gemacht habe, kann ich halt auch mal alleine die Dinger fahren. Ich würde sagen, wir... was ist das? Keine Ahnung, okay. Ich würde heute gerne irgendwie nicht ein Festival, sondern hier so ein hier Ding sein, eine Schaurennen oder eine Expedition machen. Weil dann müssten wir eigentlich noch welche haben, meine ich. Das da oben ist, glaube ich, das nächste sogar. Der Buggy und das Biest. Ist das richtig? Ja. Genau, wir müssten eigentlich noch einen ganzen Haufen haben. Da oben ist noch eins. Zwei. Haben wir noch drei? Okay. Moment, ich wollte nochmal so machen. Dann schauen wir nur noch drei. Ja. Ich müsste jetzt eigentlich mal langsam die Gefahrenschilder machen. Darauf habe ich aber aktuell ziemlich wenig Bock. Deshalb mache ich... Oder besser jetzt, deshalb habe ich jetzt die Festival-Sachen nochmal gemacht. Die Saison-Sachen, nicht die Festival-Sachen. Ach, weißt du was, wir fahren straight. Die Saison-Sachen nochmal gemacht. Gestern schon ein bisschen mit den Jungs. Und heute, übrigens Freitag, dann die restlichen halt alleine, die mir noch gefehlt haben und die man alleine machen kann. Koop ohne Freunde zu machen hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe 6-mal versucht, ich bin 6-mal nicht in eine Runde gekommen, beziehungsweise musste dann halt so 20, 30 Minuten warten. Und dann ist teilweise trotzdem nichts passiert, also 2-mal ist trotzdem nichts passiert und dann war es mir zu doof. Und dann habe ich halt so gesagt, ja okay, dann warte ich halt nicht, sondern starte einfach neu. Dein fucking Ernst? Okay, ich möchte mal anmerken, ich lag gerade schon wieder fast richtig rum. Ja, also auf jeden Fall war das ein bisschen nervig. Wo sind wir jetzt eigentlich? Okay. Freya hat übrigens ein anderes Auto rausgekriegt als ich. Und zwar ein cooles und nicht nur Schmutz. Ja, aber mei. Ich weiß auch nicht, ob ich weiterhin die Wheelspins mit euch zusammen machen soll oder ob ich die einfach alleine mache. Ich weiß auch noch nicht, ob ich mir 70 Willys Jeeps kaufe und einfach cheese. Habe ich mich noch nicht entschieden. Muss ich mich noch zu entscheiden. Ich meine, 100 würden 400.000 kosten, glaube ich. Ich glaube, einer kostet 40. 400.000 und dann kriegst du, glaube ich, also 10 Stück würden 400.000 kosten und dann kriegst du halt irgendwie so 10 Super Spins, also hier 10 von den geilen Spins. Okay, da schreiben schon wieder irgendwelche Leute random Sachen in den Chat, geil. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Lohnen tut sich das auf jeden Fall, denke ich. Wir machen jetzt der Buggy und das Biest. Würde ich mal sagen. Hab übrigens immer noch nicht umgelegt auf der SSD. Das sieht böse aus. Sieht aus wie ein Hot Wheel, wenn ich ehrlich bin. Hui! Danke, dass du mir den kurzen Trailer gezeigt hast, Bruder. Musik hat übrigens auch sehr passend aufgehört. Ziemlich cool. Mir sehr gut gefallen. Besser wird's mir gefallen, wenn's weitergeht. Aber muss selbstverständlich nicht. Ich muss es unbedingt noch auf SSD legen, ne? Merken wir selber. Gut. Das ist nicht der Buggy aus dem Bild. Ja, aus dem Video. Möchte mal anmerken. Vertonung? Der Buggy und das Biest. Wahrscheinlich sind wir okay, der Buggy. Du gegen ein paar monstermäßige Trucks. Ah, okay. Das wird genial. Ja, wir spielen immer noch auf Profi. Nein, ich möchte es nicht umstellen, danke. Und wir legen einfach mal los, würde ich sagen, ne? Let's go, ciao! Ich dachte, wir dürfen Monster Truck fahren, das wäre cool gewesen. Ich habe gerade eben Rivalen-Ding gemacht, das auch noch zur Jahreszeit gehörte. Ich war Freddy mein Rivale. Und das war ein AMG One.
Und ich wollte es jetzt nicht gleich ganz schnell machen, dementsprechend habe ich nochmal vom Ziel gebremst. Nicht, dass Dennis oder... Ja, okay, Niki hätte wahrscheinlich wenig Probleme damit, mich zu schlagen. Bei Dennis kann ich es echt nicht beurteilen. Aber nicht, dass einer irgendwie noch meiner Freunde mich dann als Rivalen hat und das dann, dass ich das dann schon recht schwer gemacht habe. Dann habe ich mir gedacht, ach komm, bremse vorm Ziel nochmal, ist ja freundlich. So, jetzt verpiss dich, mein Freund. Wo bist denn du da? Er fährt ja mit 300 runter. Ich glaube nicht, dass ein Monster Truck 300 fahren kann. Also ich glaube nicht mal, dass so ein Buggy hier 300 fahren kann, ehrlich gesagt. CW wäre dann so. Okay, wenn ich das mache, bin ich immer gleich disqualifiziert. Möchte ich mal anmerken. Finde ich jetzt aber ziemlich gemein. Vergiss, dass das hier kein AMG One ist, so. Und auch nicht mein schöner Sesto Elemento. Falls er überhaupt so heißt. Und ich es nicht komplett falsch ausspreche und jeder Italiener hier gerade im Strahl kotzt einfach. Da kommt einfach noch einer, okay. Der einfach fast auf dem anderen drauf gelandet ist. Cool. Ja, mei. Wir sind so storytechnisch eigentlich schon nahezu durch, glaube ich. Also, ich habe alle Dinge ausgebaut. Das hier ist jetzt auch schon das drittletzte Dingensrennen. Natürlich kommt das Flugzeug auch nochmal. Warum auch nicht? Ich würde übrigens echt gerne mal in einem Propellerflugzeug fliegen. Also. Kurze Frage an den Fachmann Niki. Ist das ein Turboprop-Flugzeug? Oder wie nennt man Propellermaschinen? Oder heißt Turboprop einfach nur, dass es. Also ist das nochmal eine spezielle Art von Propeller? Ich habe echt gar keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich gerne mal mit so einem Ding fliegen. Ich würde mich auch einfach in so eine Frachtmaschine reinsetzen, das wäre mir so egal. Ja genau, cheat dich dann auch weiter nach vorne, Assi. Nice. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, ich hole dann auch gleich noch einen Scheunenfund mit euch. Oder besser gesagt, ich suche den wahrscheinlich kurz ohne euch und fertig. Ich glaube, das mit euch suchen wäre zu langweilig. Sonst habe ich aber das Problem, dass ich zwischendurch durch die Welt... Klar. Dass ich zwischendurch durch die Welt fahre und die einfach aufdecke, so wie den Bronco, der kein Bronco ist laut dem Spiel, aber das verstehe ich nicht. Ja, okay, gut, ich springe zwar komplett gerade. Ich verliere selbstverständlich die Kontrolle. Kannst du mir nicht hinten nahe fahren? Ja, wenn er mich wegschubbt, auf jeden Fall nicht ich. Aber ich denke, sie werden mich gewinnen lassen. Ich bin nicht Erster gewesen, möchte ich anmerken. Beendet, Zweiter. Muss ich das jetzt nochmal machen? Das wäre echt uncool, wenn ich das nochmal machen müsste. Das hat ewig gedauert schon. Ist ein Hot Wheels Auto, okay, nice. Ich hab's übrigens nicht geschafft, Mädchen. Belohnung nach einer Horizon Premiere vorbereitet. Wie wär's mit einer Siegesrunde darin? Ah, darin, okay. Ich müsste aber eigentlich auch noch die ganzen Goliaths und so haben, ich weiß nicht, wie die heißen. Ah, ich darf in dem Eimer fahren, geil. Was muss ich tun? Okay, ich muss richtig viele Bowling-Pins zerstören. Sprungfähigkeiten. Okay, der fährt absolut beschissen mit Allradlenkung, muss ich mal anmerken. What the fuck, Alter. Ja, ich komme da schon. 90 Meilen, 145 km/h. Da waren 145. Das sind feste Sachen, okay. Finde und zerstöre den verrückten Bonus-Kaktus. What the fuck?
Okay, irgendwo muss man einen Kaktus zerstören. Gut, gar keine Ahnung, wo der ist natürlich. Au. Junge, wie kommst du auf Donuts, Freund? Ich hätte gedacht, dass es mehr waren, aber okay. Also, wo zum Teufel finde ich den scheiß versteckten Kaktus? Wir müssen jetzt echt suchen? Ich glaube, ich suche gerade zu viel, ne? Ah, da, das ist er doch, oder? Nee, was ist denn das? Keine Ahnung, was das war. Okay, wir haben echt nicht mehr so viel Zeit. Noch 5 von diesen Dingern, warte mal. Stehen da drauf? Ne, da stehen noch mehr von diesen Dingern drauf. Ich muss noch 2 Sprungfähigkeiten machen und eine Fähigkeitswertung von 30.000 insgesamt kriegen. 4 Sprungfähigkeiten? Ultimative, okay, aber na gut. Ja, okay, Fisch, überschlag dich erstmal. Obwohl da nichts war. Wo kann ich nochmal springen, bitte? Hat das gereicht? Ja. Okay, ich müsste den Kaktus noch finden, aber ich habe wirklich gar keine Ahnung, wo. Okay, ich glaube, die 30.000 schaffe ich wohl auch nicht. Ja, vor allem nicht, wenn ich noch frontal in die Wand fahre. Okay, muss ich also nochmal machen. Und dann auf jeden Fall den... Man streift leicht die Sand und das... Naja, okay. Gut, das war ja nicht so erfolgreich. Okay. Das war gar nicht gut. Muss ich jetzt den ganzen Scheiß nochmal von vorne machen, wenn das... das ist jetzt schon kacke. Okay, ich war aber echt nicht viel angemalt, ja. Krieg ich so ein Auto hoch? Oder kann ich das überhaupt kriegen? Oder hätte ich es jetzt fotografieren sollen? Ich muss es eh nochmal fahren, aber... Ich glaube, sonst kriege ich ja nicht alles um. Also, ne, ich bin ja nicht Erster geworden. Freddy will mir auch die ganze Zeit erzählen, ich bin schon mit dem Spiel fast durch, weil ich ja halt ein paar Sachen schon gemacht habe, aber gefühlt habe ich ja gerade erst angefangen. Also das heißt gefühlt, ich habe gerade erst angefangen eigentlich. Zerstöre deine erste Pinata. Ah, das ist ein Pinata gewesen, okay. Schließe die Schaurennen, das ist der Buggy und das Biest ab. Gut, wichtige Frage. Der Giant ist noch da, genau, und das Ding habe ich abgeschlossen, aber nicht gewonnen. Das heißt, das muss ich noch machen, okay. Und ich würde sagen, ich fahre mal kurz noch hier, oder reise. Und dann suchen wir mal eben kurz, den Scheunenfund, der hier in der Gegend stehen soll. Ja, gehen wir mal. Ich weiß übrigens nicht, warum die sich gedacht haben, boah, erstmal die Drohnenmodus in der hintersten Ecke verstecken. Der war in Horizon 4, glaube ich, schon ein bisschen versteckter zumindest. Oder musste man dafür ein Haus kaufen oder so? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ging sehr schnell. Ich wollte eigentlich nur nach oben fliegen, um mir einen Überblick zu verschaffen. Ich wusste nicht, dass diese scheiß Scheune da oben steht. Da war echt lack, dass ich noch nicht 5-mal reingefahren bin, weil da oben bin ich schon echt oft lang gefahren. Cool. Gut, was für ein Scheunenfund erwartet uns hier? Bitte mal was Cooles. Danke. Perfecto, bin schon unterwegs. Hier gibt Gas. Wie sind es eigentlich 2 oder 3 verschiedene, mit denen wir Scheunenfunde finden? Borsche. Ui, der ist aber in muy mala condición. Meinst du, ich kann ihn zum Laufen bringen? Weiß ich nicht. Das war eine Fanfrage, ich kriege alles zum Laufen. Carrera RS? Oder was habe ich da gerade gelesen? Also ein Carrera sehe ich selbst auf der Seite. Geiles Lied. Ich kann es kaum erwarten, ihn zum Fuhrpark zu bringen. Carrera RS, tatsächlich. Ja, wir haben ein paar von diesen Fähigkeiten, Boni. Reden wir nicht drüber, okay? 2 Wheelspins. Okay. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Da dann vermutlich
einfach mit rennen oder so. Bis dahin, haut rein und tschüss.